Schockierende Tatsachen bei diesem Part. Und zwar geht es nicht um einen Drogendeal, sondern geht es um einen Banküberfall durch Schocker. Peter, ich habe mich mit den Dämonen befasst. Sie haben das Vakuum, das Fisk hinterlassen hat, zum Aufbau ihrer Machtbasis genutzt. Ein Vakuum, das durch Fisks Verhaftung entstand. Okay. Jameson hatte recht. Ich bin an den Dämonen schuld. Nee. Was hättest du tun sollen? Fisks Machenschaften ignorieren? Bist du okay? Du klingst noch trübseliger als sonst. Ne. Wir haben nur gerade einen Kampf gegen Schocker. Oder dass der Typ immer ausrauben muss? Lang nicht gesehen. Ich bin zwar kein Anwalt, aber das verstößt bestimmt gegen die Bewährungsauflagen. Na, safe. Ups, wir bleiben wohl eine Weile. Wollen wir Wer bin ich spielen? Nein? Hm. Wie wär's mit Daumenwrestling? Nein? Dann halt Boxen! Mop. Wow, die Handschuhe sind jetzt voll digital, was? Wie du meinst. Du willst kämpfen? Kämpfen wir! Mann, wenn ich dich wieder einwuchte, können wir endlich fachsimpeln. Weißt du noch damals? Ich, so jung und dumm. Du, einfach nur dumm. Na, Miss. Naja, das ist Ansichtssache. Ich meine, gibt es Standardwerte, wie viel man so reden sollte? Und wer bestimmt das Ideal? Gut, jetzt kann ich richtig punkten. Warum tust du okay, das, das muss ausweichen. Weil die mich dort umbringen werden. Upp. Aber jetzt aber. Ab die Post. Ja. Raus damit. Dann helfe ich dir! Wow! Lass mir einfach das Geld! Nee, so läuft das nicht! Ja, für dich! Das war echt knapp grad. Du weißt aber schon, dass keiner mehr Banken nutzt. Reiner Zufall, dass du noch Geld gefunden hast. Sieht aus wie eine Wespe. Weißt du, wie Bankrott heute aussieht? Versuch Daytrading. Das ist voll in. Oh, warte, warte, warte. Oh nein. Oh shit, Alter. Oh, komm schon, die Netze halten jetzt auch nicht mehr auf. Sag mir, für wen du arbeitest. Dann beschaffe ich dir einen Deal. Wenn ich rede, bin ich tot. Die verstehen da keinen Sport. Ja. Fang! Ja, ein Finisher für dich. Das verstehe ich nicht, Herman. Seit wann hast du Angst vor anderen Menschen? Denke, das sind nicht mal Menschen. Unter den Massen war ein Mensch. Ist mir auch egal. Ja. Nach dem Job hier verschwinde ich. Bleib still. Frag nett. Dann vielleicht. Okay. Bam. Das Festkleben funktioniert nicht, Leute. Niemals! Du hast ja keine Ahnung! Was zum... Du Elender! Okay, letzte Chance aufzugeben! Dieses Mal meine ich es ernst! Hoppala. Mist. Okay, das war aber alles Spaß. Jetzt ist deine letzte Chance. Wirklich. Okay, wir müssen halt warten, bis das ist. Hm. Mal gucken, ob er das aufhalten kann. Sorry, Herman. Hast du dir nur selbst eingebrockt? Jetzt ist aber dann. Mann, der hatte wirklich Angst. Plötzlich findet man überall diese Dämonen. Hm, der ging immer relativ schnell, Mann. Ah, gucken wir mal.
Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Naja, sie werden doch was anfassen, aber mal gucken. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Wer hat's jetzt für schwach? Ist der safe? Ich glaube, wir müssen rundherum gehen, Mann. Weil bevor ich den einen ausschalte, muss ich den da hinten ausschalten. Platziertes Netz wäre eine gute Ablenkung. Also zuerst die Dinger da. Also der nächste. Der ist safe. Gute Nacht. Oh, da sind... Nee, das ist nur einer. Aber der wird, glaube ich, von dem bewacht, oder? Ist der safe da hinten? Der ist safe. Und dann geht's hier hoch. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Ah, ich bin dumm. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Bereitheit. Hat dich überrascht, was? Ich hab Spider-Man! Und der wird sich gerade denken, what the fuck, woher ist denn der runtergefallen? Die ganze Werft ist wie ein Minenfeld. Sprengt aus jedem Jahrzehnt. Wofür ist das gut? Warum entschärft sie keiner? Zu viele. Einige sind zu alt. Wen haben wir noch? Bitte melden, Echo 2. Ich bräuchte. Das wartet nicht, bitte prüfen. Roger, ich seh's mir an. Na schau, jetzt ist der alleine. Ist er alleine? Na, ist nicht alleine. Wie der da hängte. Dafür ist der jetzt allein, oder? Nein, der ist auch in Gefahr. Wie schaut's mit dem aus? Ja, die gehen jetzt wahrscheinlich ganz zu zweit herum. Ja, da ist ja noch einer. Hätte man sicher besser machen können, aber solange ich keinen großen Alarm auslöse, passt es eigentlich. Hey, gib mir Deckung. Da wird ich träum süß. Tschüssi. So, da hinten haben wir noch einen. Der ist direkt runter. Verstecken nützt nichts, ich weiß, dass du hier bist. Ah Mist, jetzt ist er ja nicht mehr alleine. Aber der ist alleine.
Sorry. Ja, auf den könnte dieses Ding drauf haben. Ich glaube nicht, du bist alleine mit dem Typen da. Wo ist seine? Der ist drunter. Nicht schnarchen. Ah. Ist er? Wupp, wupp, der Police. Aber natürlich wieder zu spät. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Jefferson. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also wie wäre es mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Spider-Cop. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Ja. Oh, ich dachte, er kann nicht schwimmen. Ja. Das ist wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ah, welchen Anschluss? Ja. Okay. Alles klar, dann geht's da lang. Oh Mann, Alter, warte mal kurz. Es geht da rauf, geht da rüber. Ah, bin ein Idiot. Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Schlau, aber ich hab nichts, was genug Strom erzeugt. Versuch's damit. Elektroschocker, genial! Die Kondensatoren könnte ich für meine geplante Verbesserung brauchen. Ja, jetzt bin ich der neue Schocker. Okay. Das Elektronetz ist super. Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn? Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Bisschen. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Ah, okay, wenn man der ist es nicht, dann ist es der da oben. Der hier. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Schon leer. Wir haben rein gar nichts. Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen?
Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Wo haben wir denn noch weitere Kratzer, Alter? Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Treffer! Ah. Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Ah. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Ja, bin gespannt. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich breche das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Simon. Gefunden. Oh, dann muss ich da einfach rechtzeitig durchschießen. Perfekt. Was kann man so sagen? Brauchst du Hilfe? Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Okay, der ist da unten. Gefunden. Geschafft. Wow. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Das schaffst du alleine. Eins, zwei, drei. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komme nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung. Hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein. Hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da! Schnell! Dann, los geht's! Erreiche den Tresorraum, Alter. Verdammt! Die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Die nicht tödlichen Waffen wollten sie nicht. Da gelassen haben sie Blendgranaten, Rauchgranaten. Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Sch, Dämonen. Alter, einfach Raketenwerfer gestohlen. Bleiben Sie hier. Oh nein, wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie. Halt! Stopp die Lande! Sie sind verhaftet! Könnt ihr uns haben? In Deckung! Ja, die zwei müssen wir jetzt schnell ausschalten, ne? Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit. Achtung! Ah, die Tür immer zumachen. Jetzt geben sie einfach nur an! Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht. Ha! Neutralisier ihn! Tschüss.
Ich bin ein bisschen beeindruckt. Der ist schon down. Danke, kam gerade richtig. Oh, da kommt Verstärkung. Ziele! Ja, ein Stromkasten. Siehst du? Ich hab auch Freunde. Wie sieht's aus? Ich hoffe, wir gewinnen. Will einmal. Wow. Alles okay? Ich komm nach. Und wir holen uns das Fahrzeug. Wenn ich an einem Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Warum bleibt er einfach in der Luft stehen? Er sollte es einfach während dem Fliegen machen. Wie er einfach einen Turbo-Boost bekommt, ey. Sie sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche abzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. Okay, Mann. Wenn es so weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey, Jungs, bist du auf mehr? Und den schießen wir jetzt raus. Endstation. Das hat bisher nie funktioniert, Alter. Wow. Oh no. Da kommt ein Zug. Toll. Jetzt fährt die 3 plötzlich pünktlich. Mal schauen. Hier sieht gerade noch aus. Oh shit dann. Ja, genau. Guter Airbag, Alter. Der Polizist hat's echt in sich, Mann. Gut gemacht, Jefferson. Beim fraglichen Officer handelt. Was ist das für eine Stimme? Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Hat sich irgendwie mit so einem Voice Changer. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Falsch. Sie kann gar nicht stoppen. Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay. Dann rein. Sie ist gut. Das stimmt. Whoop. So, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Servus.